Gab es hier nicht noch weitere Truhen? War da nicht was? Danke, dass Sie mir Guinaira gebracht haben. Ich werde auf sie achten und ihre Federn nur sparsam verwenden. Ist es schon weg? Ich wollte nur mal fragen. Da kommen wir nicht drüber, das ist doch lächerlich. So, sind wir quasi wieder auf dem Weg. Da kommen wir so rein. Gut. Was auch immer das jetzt gerade. Tiergehege, Landschaftsgemälde. Was auch immer. Eiter, wenn man hier reingeht, wird es schwarz. Wenn man rausgeht, wird es weiß. Das ist schwierig. Da unten gibt es noch eine Prüfung. Aber hier war doch jetzt gerade noch eine Truhe, oder? Revelio. Das sind Florfliegen. Das sind Mondsteine. Da unten ist noch eine Truhe. Schatz je gegeben hat. Seltsam, dass jemand seine Zeit für so etwas verschwendet. Welchen Schatz? Dieser ganze Unsinn über die Erschwinderinnen, den Wildererhaufen und den Schatz ist genau das. Unsinn. Keltert dieser Hauself da? Also... Ja, ist auch keine schöne Arbeit. Das Keltern. Revelio. Das ist, glaube ich, sehr schweißtreibend. Ich breche mal kurz in dein Schlafzimmer ein, werter Händler. Das ist okay, oder? Hast du sonst noch was zu erzählen? Guten Tag, Sir. Hätten Sie Zeit für ein Gespräch? Ich habe alle Zeit der Welt für einen potenziellen Kunden. Wie geht es Ihnen heute, Cromwell? Clifford Cromwell. Erzähl mir alles. Ich hätte Fragen über Marinweem, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Okay. Natürlich. Ich lebe seit Jahren hier. Ein wunderbar friedlicher Ort. Von Rookwood gehört? Irgendwas ist in seiner Nähe? Haben Sie Gerüchte über schwarze Hexen und Magier in der Nähe gehört? Ich meide sie, wenn möglich. Übler Haufen, die Rookwood-Bande. Allerdings habe ich neulich einen Wilderer gesehen. Nicht gut fürs Geschäft. Gar nicht gut. Natürlich nicht. Ich möchte etwas über Sie hören, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Reizend. Keiner erkundigt sich je nach mir. Seit dem Schulabschluss lebe ich hier in Marinweem. Als junger Mann habe ich fürs Ministerium gearbeitet. Ein vertrauliches Projekt. Hatte mit dem Gebrauch von Alraunen zu tun. Als Waffen, ob Sie es glauben oder nicht. Hatte damals einen ganzen Kessel voll Watte in den Ohren. Aber irgendwann wollte ich ein ruhigeres Leben und habe hier einen Laden eröffnet. Bei meinen Pflanzen fühle ich mich immer wohl. Lustig, das wäre jetzt einfach eine Alraune rauszuziehen und ihm ins Gesicht zu halten. Erzählen Sie mir etwas über Ihren Laden? Ich verkaufe Pflanzen und ihre Nebenprodukte. Kräuterkunde war immer meine Leidenschaft, schon als junger Hufflepuff. Ich kenne ein paar interessante Hufflepuffs. Ein fleißiger Haufen, wie ich höre. Das sind wir. Schön zu wissen, dass unser Ruf immer noch Bestand hat. Welcher Ruf? Was verkaufen Sie hier? Ah, was kann ich für Sie tun? Ja, verkaufen den Rotz, den wir nicht brauchen, ne? Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Gib mir mal Geld. So. Kommen Sie gerne wieder. Einfach nur, weil ich es gerade gesagt immer, habe. Ich freue mich euch jungen Leuten helfen. Schade, ich hätte mir gewünscht, dass es einen Kommentar dazu gibt. Wäre schön gewesen, aber na gut. Genau, da gibt's noch eine Kiste. Irgendwo. Hier ist ein Mondstein. Da vorne Kiste, okay. Also auch wieder im Häuschen. Ja, Stufe 1, das Hallo, Homo. Kriegen wir hin. Jo. Essen klauen, sehr gut. Hippogreifstatue. Revelio. Kräuter an der Decke, Koffer oben auf dem Regal, Bücherschrank. Aber sonst nichts mitzunehmen. Da ist noch eine Truhe. Die können wir ja nicht ungeplündert lassen.
Da drin, okay. Zwei Stück sogar. Ehrgeiziger Umhang. Nicht identifizierter Gegenstand. Als... Okay, dann müssten wir aber dieses Dorf jetzt auch ausgeräubert haben, oder? Ja, wir haben alles. Dann nehmen wir jetzt noch die Prüfung und das Banditenlager mit. Und dann aktivieren wir wieder die Hauptquest. Was für ein Trottel wirkt denn bitte Flippendo auf eine Kuh? Das haben wir getan. Und es gab sogar ein Achievement dafür. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, wir müssen rumhüpfen, alles klar. Okay. So, dann darüber. Und versagt. Sehr gut. Geht das mit dem Besen besser? Ich meine ja nur... Oh, diesmal nicht. Okay. Diesmal lässt er uns das nicht mit dem Besen machen. Okay, schade. So. So Jumping-Puzzles sind nervig. Was hauptsächlich an meiner Koordination liegt, weiß ich selber. Aber trotzdem. Wenn wir müssen... Müssen wir vielleicht hier lang? Nein, müssen wir nicht. Aber wir müssen... Oder... Weil das hier gehört auch noch dazu, oder? Das gehört auch noch dazu. Vielleicht andersrum? Keine Ahnung. Nein, auf keinen Fall andersrum. Okay, auf keinen Fall andersrum. Besen böse. Wir müssen hier anfangen. So, den schaffen wir. Ja, das ist kein Problem. Das kriegen wir auch noch hin. Die Frage ist jetzt... Wie kommen wir da hoch? So, jetzt geht's. Okay. Ja, soweit so gut. Und den verkacken wir jetzt wieder. Natürlich verkacken wir den. Können wir den kurz mal üben, vielleicht? Also, wir dürfen ja offenbar den Stein überhaupt nicht verlassen. Doch, wir dürfen den Stein verlassen. Den dürfen wir jetzt verlassen. Von da aus würden wir rüberkommen, aber nee, dann hört er halt auch auf, wenn wir da drauf waren. Okay, der ist knapp, aber den schafft man. Na gut, nächster Versuch. Irgendwann muss ja klappen. So, den hier. Den hier. Dann den da. Ja, nicht runterfallen. Da hoch. Hier runterrutschen. Und verkacken. Natürlich. Warum auch nicht? Wieso verkacke ich jetzt da den letzten Sprung? Das gibt's doch gar nicht. So, ich darf den hier nicht verlassen, aber ich müsste irgendwie ein bisschen Anlauf nehmen. So. Runter. Bisschen Anlauf nehmen. Er nimmt keinen Anlauf. Er ignoriert, dass ich Shift drücke. Das ist nicht gut. Das ist das Problem gerade. Okay. Da kommen wir nicht durch. Okay. Das mit dem Shift drücken an der Stelle ist schwierig. Er nimmt nicht so richtig Anlauf. Aber wir haben es ja schon einmal geschafft. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch nochmal schaffen. Jo. Ja, da brauche ich aber ein bisschen mehr Platz, sonst wirst du das mit dem Schiff wieder nicht realisieren. Ja, ist okay. Ja,
Genau das. Genau das wollte ich, dass du tust. Mach dir einfach einen Körper ins Wasser. Haben wir das schon mal so, haben wir das schon mal so hinbekommen, dass er einfach einen Körper ins Wasser macht? Na gut. Da wäre jetzt hier eine halbe Stunde dran festsitzen, dann werde ich das schneiden. Das ist euch hoffentlich klar. Der verkackte letzte Sprung. Ja, jetzt haben wir's. Nicht? Was fehlt denn noch? Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Da hoch. Da runterschlittern, dann wird der aktiviert. Und dann den wieder nicht schaffen. Wisst ihr was? Wir lassen das. Wir kommen hier drauf zurück. Ich weiß aber gerade nicht, wo ich nach dem hier ohnehin noch hin sollte. Dann probiere ich das lieber nochmal offscreen und wir kommen hier drauf zurück. Denn ich weiß es gerade wirklich nicht. Die Richtung ist auf jeden Fall richtig, weil den hier, den kommen wir ja nicht hoch von der anderen Seite. Aber wo ich nach dem letzten hin soll, weiß ich auch nicht. Ich probiere das lieber noch mal ein bisschen offscreen und dann kommen wir hier drauf zurück. Machen wir aber auf jeden Fall noch. Genau wie das eine Schatzding, wo ich auch nicht wusste, was ich zu tun habe. Da muss ich mich auch noch mal umschauen. Da bin ich auch noch nicht zugekommen. Aber machen wir noch. Jo, dann jetzt hier Hauptquest endlich mal wieder weiter. Jo, hier sind auch nur noch 400 Meter. Dann machen wir aber noch einen Abstecher hier drüber. Und es gibt sogar eine Demigeist-Statue noch da. Das heißt, uns würde nur noch eine einzige fehlen, wenn wir die da auch noch finden. Aber wir holen uns jetzt nur das Feuer. Wir holen uns jetzt nur das Feuer und dann geht's zur Hauptquest. Halt, stopp, 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 da wären wir ja schon gewesen. Tschüss. Machen wir später das Dörfchen. Wie kommen wir denn zum Turm? Hier dürfen wir nicht fliegen. Das war die falsche Taste. Ich wollte runter, weil ich einfach mal gucken wollte, wo er uns jetzt sagt, wo wir eigentlich lang sollen. Er sagt uns gar nichts. Wir sind zufällig gerade neben einem Schatzgewölbe gelandet. Ja nun, wir müssen etwas levitieren lassen. Da oben ist der Würfel. Okay, das geht schnell, das können wir mal eben machen. Es sei denn, der Würfel muss jetzt wieder heim zu seiner Familie, dann geht das nicht so schnell. Dann können wir das nicht mal eben machen. Sieht interessant. Wingardium Leviosa. Ja, dem Drachen geht's gut. Natürlich, auf dem Stein kannst du nicht landen. Du musst schweben, das haben wir schon gesehen. Und dann sind wir auch schon unten mit einem Rebellion. Würfel, der wahrscheinlich brennen möchte. Aber das alleine reicht nicht. Sollen wir den im da. Aha. Wingardium Leviosa. An die Decke.
Das reicht schon, okay. Ich dachte, wir müssen ihn jetzt irgendwie schweben lassen oder sowas. Auch wenn da natürlich, der muss brennen draufsteht. Na gut. Alles gut. Haben wir erledigt. Weg damit. Weiter. Wieder eins abgeschlossen. Oh, hier gibt's noch Truhen. Die kann man doch nicht. Revelio. Die kann man doch nicht ignorieren, dass die jetzt hier so quasi sind. Aber die wird auch gerade irgendwie nicht angezeigt hier. Ach, das gehört zum Dorf. Okay. Wenn das zum Dorf gehört, würde ich das nicht jetzt machen. Wieso unten lang sollen wir quasi, also von unten, von Süden sollen wir quasi in den Turm reinkommen. Dann versuchen wir's. Was ist das hier? Über den. Da ist ein Weg, okay. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Weniger N, mehr B. Jo. Und dann machen wir tatsächlich mal wieder Hauptquest. Haben wir ja ewig nicht gemacht. Revelio. Hier gibt es auch nochmal Flohflammen. Schön. Und da steht er rum. Das sind sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Hä? Verstehe ich nicht. Finde den Hinweis, die Denkarium-Kammer zu öffnen. Ja, da ist groß blau und so kann man das anzünden. Confringo! Das ist irgendwie meine Antwort auf alles. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Vorsicht bitte. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Drache? Sieht wie ein Grabhorn aus. Ach so. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Okay, jetzt werden Grabhörner freigeschaltet. Haben Sie schon mal ein Grabhorn bezwungen? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Muzio? Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Ich hätte jetzt gesagt Drache. Aber gut, wegen mir auch Grabhorn. Aber dann kriegen wir jetzt vielleicht auch mal eins gefangen in 1200 Metern Entfernung. Hier können wir nicht fliegen. Hier können wir fliegen. Schneller, Wolkenschwinge! Ja, starte vielleicht erstmal. Flieg! Jo! Wollen wir wieder was anderes als den Besen benutzen. Noch so viel zu tun. Das sieht so cool aus. Können wir mit dem Federvieh auch die Ballons einsammeln? Wenn wir treffen würden, vielleicht. Ja, können wir. Okay. Ja, dann. Den noch. Und den da. Guck mal, da sind die Überreste eines großen Meerestiers. Aber offenbar sind wir hier noch nicht richtig. Also dieses Rumfliegen fühlt sich halt auch wirklich gut an, ne? Also das ist
Sieht richtig cool aus und so. Also, es ist ein verlorenes Mondkalb. Als wäre jemand so dumm, sich an mich ranzuschleichen. Wer schleicht denn? Ich fliege hier sehr offen drüber. Manchmal passen die Sätze nicht. Sehr oft passen die Sätze nicht. Da gibt's auch wieder einen Astronomiealltag. Komm. Nee, machen wir nicht jetzt. Wir haben jetzt genug Nebengedöns gemacht. Wir machen jetzt Hauptquest. Jo. Falsche Taste. Ich hab's aber heute auch mit N und M, N und B, ne? Du sollst runtergehen eigentlich. Ach so. Müssen wir über Steuerung runter und dann erst landen, ja? Ja, hier muss es sein. Schon wieder N. Ich werd wahnsinnig. Ich glaube, meine Hand liegt heute irgendwie ein bisschen falsch. Die sahen auch. Rebellion. Die sahen was? Da gibt's eine Merlinsprüfung.